was ist der größere Plan von OpenAI? Wo wollen sie hin mit Apps in ChatGPT, eigenen autonomen Agents, die Dinge für einen erledigen und dann auch einem Coding-Modell, was tatsächlich komplett autonom Arbeit ausführen kann im ganzen Bereich Code? Ich glaube, wenn man die drei Sachen zusammenpackt und ein bisschen mehr hinter die Kulissen guckt, dann könnte uns das eine sehr gute Idee davon geben, wo die Reise mit KI tatsächlich hingeht. Ganz kurz als Einordnung. Das Video liegt zwar schon ein paar Tage, das liegt daran, dass wir den AI to the DNA Podcast produziert haben. Lohnt sich übrigens, den zu subscriben. Diese Videos sind hier nicht irgendwie, es hat stattgefunden und ich berichte darüber, sondern uns geht es darum, die Dinge tiefer einzuordnen und Sachen zwischen den Zeilen zu erklären. Genau das passiert hier. Also hört genau zu, was wir hier erklären, denn selbst der Launch von Atlas, der danach kam, also dem Browser von OpenAI, der passt in dieses Gesamtbild rein. Und das ist eines der großen Ziele, die ich hier habe, wirklich the bigger picture zu erklären, damit ihr die Natur dieser Technologie verstehen könnt und wir hier gemeinsam diskutieren können, wie wir zur AI-Anwendungsweltmeister werden, statt Tourtouristen zu bleiben. Vor ein paar Wochen gab es den Dev Day von OpenAI in San Francisco. Der Tag, an dem die ganzen Entwickler zusammenkommen und OpenAI die Sachen vorstellt, die für Entwickler relevant sind. Vor ein paar Jahren waren das zum Beispiel die GPTs oder GPT-4 Turbo wurde, glaube ich, auf dem Dev Day vorgestellt. Also solche Innovationen kommen dort. Dieses Mal war es sehr interessant, A, weil es sehr groß war. Es war eine relativ große Location, in der die Developer zusammenkamen. Und es auch direkt losging mit dem Thema, wie viel auf der OpenAI-Plattform, also über quasi die Modelle von OpenAI, entwickelt wird. Aber wenn man ein bisschen tiefer hinter die Kulissen guckt, sind es drei Sachen, die mich wirklich interessieren. Und zwar, was die Bedeutung dieser Punkte sind. Fangen wir mal mit dem ersten an. Nummer eins ist The Big Move. Ich hatte einen Short gemacht vor ein paar Wochen, da habe ich gesagt, oh, OpenAI macht ernst. Und zwar mit dem Thema Operating System. Das heißt, die Idee von, könnte ein Large Language Model ein Operating System sein? Die Idee ist nicht neu. Andrej Karpathy hat es in seinen Videos sehr früh schon erklärt, dass ein Chatbot, also ein Large Language Model, wie ein Computer ohne irgendwas drauf ist, an dem man Sachen dran docken kann, Programme haben kann, mit denen man auf einmal viele nützliche Dinge tun kann. Bisher ist ein Chatbot einfach nur wie so ein Terminalfenster zum Reintippen. Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Wie so ein Antwortautomat. Was passiert jetzt aber, wenn eure beliebtesten Apps plötzlich in ChatGPT laufen? Und ihr könnt Figma ansteuern für gute Designs, Canva für PowerPoints oder Spotify für Playlisten oder. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dann ist auf einmal ChatGPT nicht mehr eine App auf dem iPhone, sondern ihr habt eben Apps in ChatGPT auf dem iPhone. Aber nicht mehr lange. Denn der größere Plan von OpenAI ist ja, tatsächlich etwas zu entwickeln, was auch ein eigenes Gerät, eine eigene Hardware ist. Davon haben wir schon viele Gerüchte gehört und die verdichten sich langsam. Und das beides zusammen gibt einen klaren Indikator dafür, dass wir es hier mit einer neuen Plattform zu tun haben. Das ist natürlich eine große Wette, aber so waren alle Plattformen am Anfang. iOS, also quasi das iPhone, kam am Anfang auch ohne externe Apps auf den Markt und wurde dann irgendwann für Developer geöffnet und dann ging es eben wirklich richtig los. Und der Move ist spannend, weil sobald jemand eine kreative Art von App entwickelt, wo man sagt, die ist jetzt nativ etwas, was auch nur in ChatGPT funktioniert, ich kann es mir noch nicht vorstellen, dann wird es wirklich interessant. Und solche Apps gab es auf dem iPhone definitiv. Könnt ihr euch Instagram vorstellen am Lenovo ThinkPad? Nichts gegen Lenovo ThinkPads, aber könnt ihr euch Instagram vorstellen am Lenovo ThinkPad? Kommen wir zum zweiten Teil. Und der hat mich extrem überrascht, muss ich sagen. OpenAI hat den Agent Builder vorgestellt. Das ist sowas wie ein Workflow Builder wie N8N, Zapier, Make.com. Was ihr dort machen könnt, ist, ihr könnt Abläufe automatisieren quasi. Ja, E-Mail kommt rein, ein KI-Modell wird angesteuert, die E-Mail wird automatisch beantwortet, der Draft geschrieben und die E-Mail sogar verschickt. Das geht alles automatisch damit. Was mich aber überrascht hat, ist, dass OpenAI das als eigenes Produkt nativ in die Plattform einbaut. Und mein Gedanke dabei ist folgender. Bisher ist ChatGPT, wie ich das eben schon sagte, ein Antwortautomat. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das heißt, es gibt wenig Autonomie, außer mit Deep Research Reports, die ihr euch generieren lassen könnt, die einfach eine halbe Stunde laufen und dann kommt der fertige Report raus. Sehr nützlich, by the way. Oder dem Agent Mode, also quasi einem Agent, der den Browser steuern kann und häufig in irgendwelche Fallen tappt oder nicht weiterkommt oder. Aber diese Art von Agents deuten auf Autonomie hin. Das ist der Riesenunterschied. Bei dem einen sitzt ihr davor und macht die ganze Zeit was an ChatGPT. Ein Agent kann autonom für euch arbeiten. Das ist bisher noch nicht da, wo es sein sollte. Aber dass OpenAI eine eigene Agent-Builder-Plattform rausgibt, dass auch Leute, die nicht coden können, sowas bauen können, deutet deutlich darauf hin, dass sie genau wie alle anderen großen
darauf wetten. Microsoft, Google, Anthropic und auch OpenAI. OpenAI geht den boldesten Schritt voran, weil es sehr schwer ist, bisher einen Agent zu bauen, der gut geschützt ist, also Guardrails hat. Und das geben sie auf der Plattform mit raus. Das wird N8N und ähnliche nicht komplett ablösen, definitiv nicht. Die haben ihre Spezialfälle. Aber die Tatsache, dass wir in diese Richtung gehen, zeigt, die Zukunft von Chatbots, von Large Language Models ist definitiv agentic und damit eben deutlich autonomer. Das könnte auch sein, dass das Gerät, was sie planen, ein Teil agentic mit enthält. Denn wenn ich dem einen Auftrag gebe, dann möchte ich ja nicht einfach eine Antwort zurück, weil im Zweifelsfall sitze ich an einem kleinen Gerät, sondern dass dieses Gerät oder das Etwas im Hintergrund für mich arbeitet und was tut. That's the future. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo das in eurem ChatGPT ist, das hier ist ja der Dev Day von OpenAI gewesen. Das heißt, ihr findet das auf der Developer-Umgebung von OpenAI unter plattform.openai.com. Das ist quasi die Umgebung, wo man entwickeln kann. Könnt ihr euch selber ein Konto anlegen, müsst euch verifizieren und dann könnt ihr das machen. Würde ich tatsächlich tun als Unternehmen, wenn man das Gefühl hat, hey, ich will verstehen, worum es geht. Oder wenn ihr sagt, ich möchte wissen, wo die Reise hingeht, dann wäre das eure Umgebung, um das zu lernen. Mein Gefühl als Unternehmer, es könnte gut aus sein, dass Firmen, die nativ mit KI gegründet werden, also von Anfang an das eingebaut haben, da auch einen riesen Vorteil haben im Vergleich zu welchen, die sagen, boah, wir kriegen unsere ganze Legacy-Software, also das ganze alte Zeugs, nicht weg, das ist zu kompliziert. Da könnte das genau dran angreifen. Also eine Riesenchance. Also guckt es euch mal an. Und das dritte ist auf den ersten Blick auch was für Entwickler. Codex, der Coding Agent von OpenAI. Aber wenn man ein Stück weit wiederum dahinter schaut, dann ist der super spannend. A, ist der sehr, sehr mächtig. Das heißt, Codex ist ein GPT-5-Modell, was speziell zum Coden optimiert wurde. Das kann jetzt deutlich länger an Code arbeiten, den auch ausführen, die Bugs fixen und so weiter. Man sieht auf der Coding-Plattform in der Cloud, wie quasi so eine Agent-Inbox aussehen könnte. Das heißt, ich habe jetzt mehrere Agents in Codex laufen, bisher alles noch Code. Die haben mal Fehler, die laufen mal weiter, die brauchen mal Feedback. In die Richtung könnte es gehen. Warum das wichtig ist, für Unternehmen zu verstehen, wenn ihr denkt, das bleibt bei Code, dann würde ich sagen, das ist weit gefehlt. Jetzt gerade ist das Code, weil Code ein so wertvolles Artefakt ist, natürlich, weil man damit wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Aber jetzt stellt euch mal vor, das kann autonom über die Daten arbeiten. Das kann 20, 30 Stunden Dateien durchgehen oder Strategien durchgehen. Also ist ein optimiertes Modell dafür. Dieser Schritt ist ja nicht besonders weit weg. Und daran sieht man eben auch, wie stark die Zukunft agentic ist. Und Codex ist tatsächlich als Agents schon sehr mächtig und eben auch da. Und wenn ihr sagt, ich will mal einen Schritt über den Agent-Mode oder Deep Research hinausgehen, dann wäre das etwas, um das mal auszuprobieren. Es ist außerdem ein Frontalangriff gegen Anthropic. Wir arbeiten auch viel mit Anthropic-Modellen, also den Claude-Modellen und Claude Code und solche Sachen. Anthropic ist enorm stark bei Firmenkunden, also bei Enterprise-Kunden, die halt die Modelle einsetzen, um Sachen zu bauen. Und dieser Angriff von OpenAI, der ist schon direkt sehr massiv. Und daran sieht man eben insgesamt, wie dynamisch dieses Rennen gerade ist und wie schwer das zu sagen ist, wer davon gerade das Rennen macht. Und ich weiß, es gibt diejenigen von euch, die sagen, oh ey, Code, lass mich in Ruhe. Und wenn ihr die erste geschwungene Klammer seht, dann hört ihr auf zu lesen. Dann sage ich euch, Bad News, die Zeiten werden wieder deutlich technischer. Und meine Kinder, auch nicht alle können lesen und schreiben, aber die Älteren, die können das und die sind jetzt noch nicht super weit. Aber selbst die bekommen es hin mit dem Modell, mit dem GenAI-Dreieck, was ich schon ein paar Mal geteilt habe, zu verstehen, wie baue ich ein Prompt, wie sage ich dem Modell, was ich will und schaffen es, funktionierende Computerspiele im Browser, als kleine Browser-Games, ganz normal in der Chat-Anwendung zu bauen. Und denkt einfach bitte dran, selbst PowerPoint ist einfach nur Code. Das heißt, wenn ihr es schafft, einem Agent, einem Modell einen guten Auftrag zu geben und sehr klar zu sein in der Kommunikation, was ihr wollt, dann könnt ihr auch entsprechend das Ergebnis rausbekommen. Und Codex ist eben so gut, dass es die Intention von euch versteht. Und nur wenn man so etwas mal ausprobiert, hat man ein gutes Gefühl dafür, dass man plötzlich merkt so, wow, krass, das mit ChatGPT ist nice. Aber das reicht nicht, dass ich einfach ChatGPT frage, wo finde ich die besten Schnitzelrestaurants in Zürich, sondern einen Schritt weiter. Und das ist der wunderbare Moment, den ich häufig habe mit Kunden von uns, die Supercharge-Trainings machen oder mit denen ich telefoniere oder bei Keynotes, wo Leute plötzlich sagen, ah ja, geil, stimmt, krass, okay. Das war jetzt wie das erste Mal Mobilfunk am Nokia, aber das war noch nicht das iPhone. Das wartet noch da draußen. Und das ist das Spannende und deswegen glaube ich, das ist das, was Between the Lines beim Developer Day passiert ist. Also nochmal, bigger picture Fazit.
Natürlich gibt es einen Riesenhype um AI und da wird auch Bubble-Potenzial dabei sein. Und OpenAI will, genau wie die anderen Großen, es schaffen, Plattform zu werden. Meta wollte das, Amazon wollte das, Google wollte das, Microsoft. Das ist die Strategie der sogenannten Hyperscaler. Nichtsdestotrotz bestimmt das auch, wie wir damit arbeiten und was wir damit machen. Und ich sage nicht, dass das alles gut ist und dass man alles machen muss. Ich sage einfach nur, man sollte hinschauen, was die tun. Die haben schlaue Leute, die sind schnell, die machen extrem hohen Umsatz pro Kopf, wenn man das mal bedenkt, was die da tun. Das heißt, es lohnt sich einfach mal zu schauen, wie die organisiert sind, wie die arbeiten und was die raushauen. Das ist das, was ich im Kern damit sagen will. Und nicht, hey, benutzt das und die Welt ist in Ordnung. Das will ich nicht damit sagen, sondern setzt euch damit auseinander und die Welt ist in Ordnung. Das ist das, worum es mir geht. Wenn euch das gefallen hat und ihr wollt noch eine Ebene tiefer gehen, dann schaut doch bei unserem neuen Podcast vorbei. Ich habe den AI to the DNA Podcast gestartet für Menschen, die von Tooltourist zu AI-Anwendungsweltmeister werden wollen. Und wenn ihr sagt, das ist was, dann hört euch das an, da gehen wir wirklich in die Tiefe. Wir haben mit meinem Team in den letzten 2 Jahren über 70 KI-Projekte gemacht und wir machen das nicht erst seit gestern, wir machen das seit 8 Jahren. Das heißt, wir wissen auch, wovon wir reden, aber dort geht es dann darum, wirklich abzutauchen und zu sehen, was funktioniert. Denn es ist keine Zauberkugel, sondern es ist harte Arbeit und man muss sich daran setzen. Und das machen wir bei AI to the DNA. Und den bekommt ihr überall dort, wo ihr Podcasts anhört und natürlich hier auf YouTube, wenn ihr den Kanal abonniert, denn wir veröffentlichen das Ganze eben auch als Videopodcast. Subscribed, ihr kennt das. Wir wollen hier möglichst viele Menschen von Tooltouristen zu AI-Anwendungsweltmeistern machen. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Teilt das Video, denn KI macht zusammen mehr Spaß als alleine. Und wir sehen uns nächste Woche.